For sunshine, and he'll agree. You see, for her, he'd do anything. She is his child, the center of his world. He is her father. Wir selber sind Kinder der 70er Jahre und in dieser Zeit gab es nicht ganz so viel Spielzeug. Ich hatte zum Beispiel eine rote Spielzeugeisenbahn, die ich sehr geliebt habe. Und ich habe erkannt, dass meine Mutter eine pädagogische Methode angewandt hat. Zum Beispiel, wenn ich eine Zeit lang nicht mit dieser Spielzeugeisenbahn gespielt hatte und mich mehr auf anderes Spielzeug konzentriert hatte, dann verschwand diese Eisenbahn. Meine Mutter packte sie zusammen und stellte sie auf den Dachboden und ich spielte viele Wochen und Monate mit anderem, bekam das gar nicht bewusst mit und kam dann eines Tages nichts ahnend
aus der Schule nach Hause und dann stand auf einmal die Kiste mit dieser Eisenbahn wieder in meinem Zimmer. Und dann war ich völlig begeistert, stundenlang beschäftigt und meine Mutter hatte den Nachmittag frei. Ich kann diese Methode durchaus weiterempfehlen. Und uns hat das Schicksal in Form einer jungen A-Cappella-Gruppe gerade hier in Wien vor einigen Monaten unsere eigene rote Spielzeugeisenbahn vor die Nase gestellt in Form eines Liedes, das wir lange Zeit nicht mehr im Programm hatten, quasi völlig vergessen hatten. Und wo wir dann sagten, Mensch, das ist toll, das groovt, das müssen wir mal wieder einüben. Wir haben die Noten aus dem Dachboden der Erinnerung gekramt und es wieder einstudiert und in die neue Tour eingebaut. Das heißt, der Andrea ist noch nicht so lange dabei, er konnte das Lied noch nicht vergessen, er musste es ganz neu lernen. Aber für uns alle ist es so halb neu und es groovt jetzt wieder ganz neu und das singen wir als nächstes. Danach wieder ein Song vom aktuellen Album, Party unter Palmen, aber jetzt zunächst Sonnencreme-Küsse. Eins, zwei, drei.